Sein Name? Waldemar Kessler. Seine Mission? Er will Comics in Deutschland noch populärer machen und das tut er in der neuen Mobil. Zu finden in so fast jeder Sitztasche eines jeden Reisezuges der Deutschen Bahn. Ich lese Comics schon seit Jahren und ich kenne mich eigentlich auch inzwischen ziemlich gut aus, aber das Interesse daran kam, wurde ganz, ganz zufällig erweckt. Ich habe in Marburg studiert, einer kleinen Stadt in der hessischen Provinz, und dort hat irgendwann ein sehr gut sortierter Comicladen aufgemacht, den ich von selbst nie betreten hätte, aber ein Freund von mir ist dort regelmäßig Kunde gewesen und der hat mir die Comics dann einfach aufs Auge gedrückt, anders kann man nichts sagen. Heute ist es einfach so, dass diese andere Seite viel präsenter ist. Also Comics werden entdeckt, Deutschland ist nach wie vor ein Entwicklungsland in Sachen grafisches Erzählen. Immerhin ist inzwischen vielleicht der Nährboden bereit dafür, dass Menschen sich klar machen, dass man tatsächlich auch ohne auf einem sehr infantilen Level zu bleiben mit Bildern erzählen kann.